Der Boom von Online-Partnervermittlungen hat einen Nebeneffekt. Immer mehr Menschen führen Fernbeziehungen. Studien zufolge haben bereits 10% aller Deutschen einen Partner, der mehr als 200 Kilometer entfernt lebt. Aber das Internet verändert nicht nur die Art, wie wir uns kennenlernen. Es verändert auch, wie wir miteinander in Verbindung bleiben. Mit Messenger-Apps die Fernliebenden wie Robert Klemm die Distanz erträglicher machen. Seine Freundin in Zürich sieht er vor allem online. Also für mich ist es sehr wichtig, so den Alltag miteinander zu teilen und schon relativ genau zu wissen, so was macht meine Freundin jetzt gerade, um halt auch ja, eben daran teilzuhaben, weil sie es mir eben nicht abends auf der Couch erzählen kann, wie in einer normalen Beziehung. Frühstück, Treffen mit Freunden und Ärger im Büro. Menschen, die eine Fernbeziehung führen, vermissen es, an diesen Alltäglichkeiten aus dem Leben des anderen teilzuhaben. Und halten sich deshalb per Foto, Video oder Textnachricht auf dem Laufenden, um so wenigstens virtuell dabei zu sein. Aber körperliche Anwesenheit ist selbst durch Dauerchatten nicht zu ersetzen. Und gerade Textkommunikation ist ein häufiger Konfliktherd. Also ich denke, dass das größte Problem in der Fernbeziehung ist, dass man natürlich einfach nicht persönlich füreinander da sein kann. Und daraus können dann natürlich auch mal Missverständnisse entstehen, die dann einfach darauf zurückzuführen sind, in welcher Situation ist jetzt gerade derjenige, der die Nachricht bekommt, in welcher Situation ist jetzt derjenige, der die Nachricht schreibt. Außerdem, wer in ständigem Kontakt mit dem oder der Liebsten steht, schafft eine hohe Erwartungshaltung. Streitigkeiten aufgrund ungelesener WhatsApp-Nachrichten, für Fernliebende keine Seltenheit. Die Psychologin Raffaela Dirks glaubt deshalb, dass Dauerkommunikation ein idealer Nährboden für Misstrauen in einer Beziehung ist. Es kann eine sehr starke Kontrolle entstehen, fast obsessive Kontrolle. Wie gesagt, wenn jemand unsicher ist oder besonders eifersüchtig, das ist ein sehr großer Druck, weil man hat keine Freiheit mehr, sich zu bewegen, auch wenn man nichts Schlimmes macht. Wer vom anderen verlangt, 24 Stunden am Tag erreichbar zu sein, zeigt damit nicht, wie verliebt er ist, sondern bringt Stress in die Beziehung. Raffaela Dirks glaubt ohnehin nicht, dass es in einer Fernbeziehung darauf ankommt, wie häufig oder wie lange man miteinander kommuniziert. Viel wichtiger ist, dass man bei der Wahrheit bleibt und die räumliche Trennung nicht etwa dazu nutzt, sich selbst ständig ins beste Licht zu setzen. Denn das wird spätestens beim Wiedersehen zum Problem. Wenn der Partner sich auf einen virtuellen Rosenkavalier freut, dann aber mit einem Morgenmuffel den Frühstückstisch teilen muss. Ich projiziere mich selber und alle meine Wünsche auf die andere Mensch. Es heißt, dass dieser Mensch wird zu Idealperson. Und das klappt auch, bis der Mensch fern ist. Wenn dann die Menschen zusammenkommen in den Alltag, dann kommt raus nach einer Weile die Individualität. Die Designerin Joanna Montgomery ist überzeugt, in Fernbeziehungen wird zu viel geredet und versprochen. Ihre Idee? Fernverliebten die Möglichkeit geben, ihren Körper sprechen zu lassen. Deshalb arbeitet sie an Pillow Talk, einem Sensor, der am Handgelenk den Puls misst und den Herzschlag an einen Lautsprecher überträgt, den sich der Empfänger unter das Kopfkissen legen kann. Das Schöne am Herzschlag ist, dass jeder eine andere Erfahrung bei der Benutzung von Pillow Talk haben wird. Es ist sehr viel schöner, als jemanden auf Facebook anzustupsen oder eine Nachricht mit Emoticon zu verschicken. Montgomery glaubt, dass sich immer mehr Kommunikationstechnologie für Verliebte vom Smartphone-Bildschirm wegentwickeln wird. Ein für sie logischer nächster Schritt, um sich auch übers Netz körperlich ganz nah fühlen zu können. Was wir mit Pillow Talk erreichen wollten, war etwas, das wir digitale Anwesenheit nennen. Ohne dass wir im gleichen Raum sind, haben wir dennoch das Gefühl, dass wir die Gegenwart des anderen erleben. Und zwar ohne ständig mit einem elektronischen Gerät herumhantieren zu müssen. Fernbeziehungen erhalten durch das Netz immer mehr digitale Stützräder, können aber das Bedürfnis der Menschen nach körperlichem Zusammensein nicht ersetzen. Dennoch helfen Gadgets und Apps, die Zeit bis zum nächsten Beisammensein zu überbrücken. Genauso wie Liebesbriefe, die sich die Menschen schon seit tausenden Jahren bis heute schreiben.